Guten Tag, ich bin Pater Alexi, ich bin der Direktor von Radio Maria in der Ukraine. Hier kommen die letzten Nachrichten also von Radio Maria in der Ukraine. Ich habe dieses Jahr noch kein Video gemacht, weil die Zeiten recht schwer sind. Hier gab es auch ein Virus unter den Mitarbeitern. Auch ich war einige Zeit krank, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Die letzten Nachrichten sind, also heute, 19. Januar, beenden wir die Weihnachtszeit hier in der Ukraine. Denn heute ist das Fest der Taufe des Herrn für die orientalische Kirche. Und so gibt es bei uns diese Besonderheit, dass wir zweimal die ganzen Feste feiern. Zuerst Weihnachten nach dem lateinischen Kalender und dann am 7. Januar nach dem orthodoxen Ritus, dem orientalischen Ritus. So sind das diese ganzen Feiern im Winter, Weihnachten doppelt. Es ist also zweimal diese Festzeit. Trotz des Krieges, wir hatten sehr schlechte Nachrichten in vergangener Zeit. Und die Menschen wollen aber trotzdem feiern. Sie möchten das Fest der Heiligen Drei Könige, der Taufe des Herrn. Auf der einen Seite der Winter, der schwer ist, und der Krieg, aber trotzdem die Freude. Und ich hoffe, dass wir das auch über Radio Maria spüren konnten. Denn wir haben, als der Krieg angefangen hat, im Februar, da haben wir alle Programme gestrichen, die so Unterhaltungsprogramme mehr waren, die Konzerte, diese Anrufsendungen, wo die Leute dann zum Beispiel auch mal was gesungen haben, um zu feiern, einfach um fröhlich zu sein. Und das hatten wir gestrichen, aber jetzt für Weihnachten, für die Weihnachtstage, haben wir beschlossen, dass wir wirklich auch feiern wollen. Und denn das ist ein wichtiges Zeichen. Ja, es gibt den Krieg, es gibt viel Leiden, aber es gibt auch die Gegenwart des Herrn. Das ist das, wovon wir Christen überzeugt sind. Und die Hörer von Radio Maria sollen das auch spüren dürfen. So haben wir dieses Zeichen gegeben, dass Jesus Christus mit uns ist, er uns nah ist. Und das haben wir versucht, auch in unserem Programm, in einem festlicheren Programm dann auch wiederzuspiegeln. Jetzt sind diese Feiertage also vorbei und jetzt kommen wir wieder in die normale Zeit zurück. Noch ein paar Worte zur Situation in der Ukraine. In der letzten Woche haben wir hier in Kiew zwei große Bombardements gehabt. Die Russen haben uns mit Raketen beschossen. Am 31. Dezember und 1. Januar war das sozusagen. Die Grüße zum neuen Jahr waren das, denn die ganze Nacht, die Silvesternacht, haben wir die Explosionen gehört hier über uns. Es ist in der Ukraine jetzt verboten, sich ja zu grüßen, also die Silvestergrüße zu feiern, aber die Russen, die haben uns diese Grüße geschickt. Und dann hatten wir noch eine schlechte Nachricht, weil am vergangenen Samstag haben russische Raketen ein großes Gebäude von 10, 11 Stockwerken zerstört. Viele Menschen sind gestorben, auch Kinder. Und bei Radio Maria gab es viele Menschen, die uns angerufen haben. Und wir haben für diese Opfer gebetet. Wir haben das alles, spürt man bei Radio Maria. Und es ist so seltsam, denn auf der einen Seite gibt es die Freude über die Anwesenheit des Herrn und auf der anderen Seite der Krieg und so viele Menschen, die sterben. Und so möchte ich wiederum euch alle bitten, bitte betet für uns, für die Ukraine. Hoffen wir, dass dieses Jahr, das jetzt kurz erst begonnen hat, dass es uns den Frieden bringen kann. Bitten wir für diesen Frieden. Danke.